Und zum nächsten Gast muss ich eine kleine Vorrede halten. Sie ist nämlich eine wunderbare Kollegin, eine Frau, die ich Jahrzehnte bewundert habe. Und dann war sie in der Sendung vor fast 33 Jahren. Und ich habe mich so daneben benommen, gleich mit der ersten Frage, dass ich mich heute noch schäme. Zu Recht. Ich sage einfach erstmal herzlich willkommen, Desiree Nosbusch. Und als Akt der Reinigung und vor allen Dingen, um zu demonstrieren, wie geduldig ein Gast sich so eine Frage gefallen lässt, zeige ich dir unter größter Verlegenheit den Ausschnitt. Jetzt bin ich gespannt. Neben mir sitzt jemand, der ist jünger als ich, aber den habe ich schon im Fernsehen gesehen, als ich noch zur Schule gegangen bin. Damals fand ich dich ganz, ganz toll, weil du warst vorlaut und schlagfertig. Und plötzlich, Desiree, warst du irgendwie eine ganz andere, sehr glatt und lauter Texte, die irgendwie auswendig gelernt waren. Was ist eigentlich mit dir los? Bist du jetzt eine glatte Galatante geworden? Ich hoffe es nicht, sage ich mal ganz ehrlich. Ich glaube es auch nicht. Aber eins muss ich sagen, wir hatten den gleichen Geschmack, was die Frisur angeht. Ja, aber das tröstet mich auch im Nachhinein nicht so richtig. Weißt du, zu meiner Entschuldigung kann ich nur anfügen, es war meine fünfte Sendung hier. Und das galt damals bei Radio Bremen als sehr schick, so einzusteigen. Die haben mir immer gesagt, vergiss, dass du ein Münchner bist. Hier im Norden fragt man frech. Und ich habe erst hinterher verstanden, dass sowas eigentlich so eine Eisbrecherfrage ist. Danach ist der Gast eigentlich schon platt. Das platt, da kann man nicht mehr viel. Aber ich kann dich beruhigen, Giovanni. Es ist sicherlich nicht das Frechste, was ich hier gefragt wurde. Es ist mir nicht in schlechter Erinnerung geblieben. Ah, nein, du bist sehr freundlich und sehr höflich. Nein. Damals warst du ja wirklich, das war ja keine Übertreibung, das jedenfalls nicht. Du warst ja damals schon ein großer Star und hast schon 1980 eine Sendung gemacht, Hits von der Schulbank. Also du bist wirklich für uns alle ein Leuchtturm. Hm. Und vielleicht magst du dir anschauen, ein paar angenehme Sachen, nicht so blöde Interviewfragen, was wir mit dir in der Zwischenzeit alles erlebt haben. Okay. Es gibt bestimmt Fragen, die dich inzwischen auch wahnsinnig nerven, weil sie 3 Millionen Mal schon gestellt worden sind. Zum Beispiel, wie war Klaus Kinski? Mhm. Deshalb das, da gehe ich jetzt einfach mal drüber hinweg. Aber diese Sache mit dem Strauß, ja, die habe ich mir ja jetzt auch viele Jahrzehnte danach angeschaut und muss sagen, man verklärt manchmal die Vergangenheit. Oft wird gesagt, Fernsehen, das waren damals noch so tolle Moderatorinnen und Moderatoren, vor allem Moderatoren, es waren ja fast nur Männer. Aber wenn man sich anschaut, wie die bei Strauß, wie der Blacky Fuchsberger da geschleimt hat, als ob der Herrgott da anruft, da muss ich sagen, die Zeit heute sehe ich in einem ganz anderen Lichte. Ich danke dir sehr dafür. Ich meine, du hast da was völlig Normales gesagt. Also diese arme Frau, die ein bisschen Übergewicht hatte, wurde da von Strauß nochmal fertig gemacht. Telefonisch? Ja, wurde nicht eingestellt als Beamtin, weil man ihr nahegelegt hatte, sie sollte erstmal abspecken, war das Wort. Ja. Und dazu wurde halt Ministerpräsident Strauß gefragt, ob er denn findet, dass das richtig sei. Und dann, weiß ich noch, wurde sie vor laufenden Kameras sozusagen am Telefon via halt Lautsprecher in dieser Halle gefragt, wie groß sind sie, wie dick sind sie, wie schwer sind sie. Und dann hat sie die Information preisgegeben und dann hieß es einfach an der anderen Seite des Telefons, ja, dann Zucht und Ordnung und dann abspecken und dann können sie ja nochmal wiederkommen. Ausgerechnet der dünne Franz Josef Strauß. Und das war halt, gut, jetzt kann man darüber diskutieren, ob ich mich gut ausgedrückt habe, aber sicherlich, ich war 15, hätte man es auch anders formulieren können, aber ich fand es wirklich, diese junge Frau saß da, hatte Tränen in den Augen und wurde bloßgestellt, nicht nur in einer großen Halle vor einem großen Publikum, sondern auch vor ganz Deutschland. Was passierte denn nach der Sendung? Das ist ja nur so angedeutet worden. Hast du berufliche Nachteile gehabt? Also nach der Sendung war es so, es wurde irgendwann sehr unruhig hinter den Kulissen. Es gab erstmal Applaus während der Sendung. Es gab erstmal Applaus und dann war auch erstmal gut und dann merkte man irgendwann gegen Ende der Sendung, dass es halt sehr unruhig wurde. Ich wusste aber natürlich in dem Moment noch nicht, dass es mit mir zu tun hatte. Und es
gingen beim Sender halt so viele Beschwerdeanrufe ein wie wohl noch nie zuvor und einige Morddrohungen. Und das heißt, ich wurde an dem Abend mit Polizeischuss aus der Halle geführt, durfte auch erstmal nicht normal in mein Hotelzimmer, sondern auch das wurde erstmal. Da warst du 16? Ja, 15, glaube ich, noch gecheckt und dann durfte ich dann da übernachten.